Es ist Zeit für eine weitere Runde Creepypasta Blair Witch wird weiter gezockt. Wir haben in der letzten Folge gesehen, dass wir offensichtlich auch im Krieg waren und da auch einige Traumata mitgenommen haben. Und da hat er wohl einiges erlebt in der Vergangenheit. Das ist natürlich die beste Voraussetzung, jetzt hier im Wald von Burkittsville unterwegs zu sein, um nach den Jungen zu suchen und mit übernatürlichen Kräften konfrontiert zu werden. So. Wir sind zumindest mal durch die Phase durch, die doch recht gefährlich war mit diesen Blätterdämonen. Und lassen jetzt mal Bullet suchen. Bevor wir dann weitergehen. Nothing there, huh? Come here, boy. Heal. Ist er da oben im Busch? Ah, was gefunden. Premislav. Okay. Guter Hund. Yeah, good dog. So, mal sehen, wo wir dem McKinnon begegnen. Ich denke, der Typ, der mit uns Kontakt aufgenommen hatte, über Funk und uns aufgefordert hat, die Scheinwerfer anzumachen, das ist der McKinnon. Fuck. Yeah. We need to find another way. Folgen wir einfach mal Bullet. So, Camp A und hier Sägemühle, da wollen wir hin. Da hatten wir ja den Hinweis eben von McKinnon. We won't be able to sneak by this time. Oh, Scheiße. Ja, kann die kommen? Ich glaube nicht, dass wir da durch können. Das ist viel zu gefährlich. Okay, dann gehen wir erstmal zu Camp A. Das, ich glaube, das überleben wir nicht. Wait, is that a railroad track? Let's see where it leads. Was hat er denn? Look around, buddy. Ja, ihr Pferd scheint es zu haben. Oder auch nicht. Ich will nicht wissen, wie viel ich hier schon übersehen habe. Was ist das? Ein Netz? Was ist das Zeichen dafür, dass wir ein Netz haben? Hey, Jess. Hey, you feeling better? Tatsache. Yeah, I think so. It's just, What? What is it? Jess, something really messed up going on in these woods. I'm sorry. I can't explain it now. I wouldn't even know where to start. Just listen. If anything happens, I want you to know that. Hey,
Stop it, Ellis. You don't get to do this. You run off into the woods, you ignore my calls, and now you give me this end of the world speech. It's not fair. I am... Yeah, you're right. Ellis, I don't know what you've gotten yourself into, but you can just come home. Leave it all behind. Wouldn't be the first time, right? That's exactly why I can't. Sorry, Jess, I gotta go. Can I call you later? You can always try. Okay, das ist gut angepisst. Another one? Noch ein Dog Tag. So, die Sprachnachricht kann ich jetzt gleich auch abhören. Der hat psychische Probleme und wenn man dann bedenkt, dass er da auch nochmal zusätzlich gebeutelt ist, das ist halt schon heftig. Für alle Fans des Paranormalen habe ich auch noch englischsprachige Kumpels, die einen Podcast haben, der meiner Meinung nach sehr gut ist. Unnormal Paranormal heißen die. Haben mittlerweile auch einen YouTube-Channel, aber die meisten Sachen, die ihr findet, werden eben, die sind eben rein Audio. Checkt das aus. Unnormal Paranormal. Komplett auf Englisch, aber wenn ihr das Englische mächtig seid und Creepypasta mögt, ist das eine gute Anlaufstelle. So, Raven Motorcar. Direction lever forward, backward, power switch. Okay. Modell TF2153C, hergestellt von den Cuthbert Eisenbahnwerkstätten. Cuthbert ist interessant, weil Cuthbert ist ein Charakter in Stephen Kings Der Dunkle Turm. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder nicht. Mein Cuthbert ist doch schon etwas älterer englischer Name, aber könnte sein. Okay. Könnten wir das Ding steuern? Wollen wir das Ding steuern? Das Problem ist... Ich weiß ja nicht, ob Bullet mit drauf geht, aber ich denke, dass er ihn rufen wird. Bevor wir weggehen, lassen wir mal suchen. Bullet! Okay, Seek! Nothing. Come on, buddy. So, kommen wir nochmal drauf. Bremse. Stoff. Schon ganz angenehm. Das
Bullet bei uns? You hanging in there, Bullet? You alright, buddy? Ich höre ihn echt nicht. Ich hoffe, er läuft hinterher. Ja, der ist irgendwie in der Nähe. Schon Sorge, ihn nicht dabei zu haben. Okay, ich verstehe. Damit kommen wir durch die Blättergeschichte. Erinnert mich dran, dass ich noch in der VR muss ich auch noch. The Vanishing of Ethan Carter. Verstopfen. The Vanishing of Ethan Carter spielen. Weiter spielen, weil das war sehr, sehr gut. So, jetzt haben wir was mal hier angeguckt. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Jetzt muss ich mal ganz nervös. Wenn er nicht da ist, überhaupt nicht gut. Versuch. Nothing, eh? Ich muss ja nur die Pinkel sehen, eigentlich. So wunderlich. Warum gerade in der Wald ist. Locking operation out here. Stop giving up permits in the 60s. This is ancient. Looks like some kind of a winch. Gotta be a way to turn it on. Machen wir jetzt erstmal eine offene Tür. Und danach gucken wir uns mal nochmal die Winde an. This again. Arcadius. Deirdre. Wir haben gerade eine neue Lieferung erhalten. Komm zum Wartungsschuppen und hol die Teile ab, die du haben wolltest. Robert. So, dampfbetriebenes Hilfsaggregat. Tappy East Creek Holzunternehmen, Black Hills Forest, Frederick County, Maryland. Dampfpfeife, Sicherheitsventil, Druckmesser, Druckregelventil, Feuerkammer. The main shed looks promising. Maybe there's some spare parts left. Okay, das ist nicht allzu weit weg von uns. So, ich gehe mal davon aus, wir sind von hier gekommen. Hier ist die Brücke, ja. Wir sind hier, das heißt von der Hütte links ab. Bevor wir damit interagieren, da werde ich jetzt erstmal gucken, dass wir zu dem Ersatzteil gehen, also nicht richtig gesehen habe. Müssen wir dann da lang. Too heavy to push aside. Aber da jetzt auch keinen Weg abführen, ne? Wobei hier. Gleise. Na. Ich glaube, ich probiere es trotzdem erstmal. Das kann. Aber kann gut sein, dass wir mit dem Waggon hier links lang fahren müssen, aber nee. Wir werden die Ersatzteile brauchen und dann mit dem Video werden wir das hoffentlich in Gang bringen.
Scheiße, es ist hier dunkel. Was ist mit meiner Lampe los? Ja, hier ist stockdunkel. Übel. Ja. Mich wundern jetzt nicht wieder, dass man Dämon aufbraucht. Let's stick to the light, buddy. Should be safer this way. Bleiben wir im Licht, ist gut. Let's hope it's still standing. Da. Oh, wo ist es? Schau da hin. Das dürfte es gewesen sein. Das Prinzip ist wunderbar, dass wir einmal mit dem Licht diese Dämonen bekämpfen können. How the hell did they get here? Like we won't be getting in through here. Tabby East Creek Holzunternehmen. Inventar des Wartungsschuppens Stand 26. Juni 1953. Okay, Druckmesser, Schleifrad, Antriebsriemen, Messingventil, Löschschlauch. Robert, bestell noch mehr Ventile. Lager B hat das letzte für ihr Hilfsaggregat verwendet. Und? Stan. Ah. Ja, und jetzt fehlen uns Ersatzteile. So. Mir scheint sie nicht zu geben, wir lassen ihn mal suchen. Bullet, search! Nothing there, huh? So, da kommen wir nicht durch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das Video zu Ende geguckt habe. Aber vielleicht gibt es ja am Ende dann trotzdem nochmal irgendwie was. Okay, ne, mehr haben wir nicht. Bullet! See if you can find something, buddy. So, ich hoffe, er geht jetzt auch da rein. Da ist das Video. Nothing, eh? Ja, ich kann ihn nicht schicken.
Come here, boy. Er müsste locker rein können. Geht das? Nee. Bullet, seek. War ja auch selbst locker irgendwie durchpassen. Ah, jetzt check das. Hör auf. Hat's gefunden. Bullet. Aber holt's nicht. Vielleicht kann ich das von hier aus irgendwie antriggern. Ja. Was hat der da? One down, one to go. Ah, das ist das Teil für den Druck. Ich glaube, mehr bauen wir nicht. Ich denke, wir werden so dann zurückkehren. Das machen wir jetzt. Da sind einige Titans zu finden. God. Dog-Tag. I'm so sorry. It's a valve, but the handle's missing. Okay, den Griff brauchen wir noch. We need to close the valve somehow. Na gut, vielleicht übers Video. Without a handle, it's letting the steam out. Das war doch genau das Teil nebendran. Und ich befürchte, wir werden es suchen müssen. Missing. Ja. Das sieht ganz so aus. Okay, jetzt die Tür wieder zu. Jo, dann werden wir uns in der nächsten Episode drum kümmern. Das heißt, ich werde dann wieder an den zu dem anderen Vorratsschuppen laufen. Und von dort ausgehend gibt es ja dann auch nochmal, glaube ich, in der Nähe auch nochmal ein anderes Vorratslager. Dort finden wir dann vielleicht dann auch den Griff. Und können dann hier weiterkommen und dann diesen Stamm entfernen, dass wir zur Sägemühle fahren können. Also sehr, sehr spannend, Blair Witch. Meiner Meinung nach sehr empfehlenswert als Horrorfan. Bis zum nächsten Mal.